Die Tora schreibt uns, Tamim tie im Hashem Elokecha. Tamim tie im Hashem Elokecha. Tamim, die einfache Übersetzung ist, naiv. Sei naiv mit Gott. Das ist die einfache Übersetzung. Aber Tamim, Rashi sagt, sei vollständig mit ihm, mit deinem Glauben, sei vollständig mit dem Glauben mit Gott und sei nicht obergescheit. Wenn Gott sagt etwas, das erlaubt ist, ist es erlaubt. Wenn die Tora schreibt etwas, das es verboten ist, dann ist es verboten. Sei nicht gescheit als gescheit. Und es war jetzt vor kurzem eine Geschichte. Ein Rabbiner aus Arizona, sein Name war Rabbi Abraham Abulafia. Er musste nach Toronto, nach Kanada fliegen, um dort irgendein Get, irgendetwas zu machen. Und er musste dringend hinfliegen. Und er konnte noch rechtzeitig den letzten Platz im Flugzeug konnte noch kaufen. Er hat ein Ticket gekauft und kommt hinauf und sieht, Flugzeug voll und genau dort, wo er sitzen will, der letzte Platz. Daneben sitzt jemand, schwarz, so groß, nimmt 1,5 Plätze von den Sitzen. Er kommt und jetzt, er hat Angst, so ein Riese sitzt neben ihm. Excuse me, this is my seat, can I sit? Yeah, please sit. Er versucht sich ein bisschen zurückzuhalten, aber geht nicht. Er sitzt irgendwie so ganz zusammengequetscht. Jetzt hat er Angst neben seinem großen Gorilla. Und er sagt ihm, er wollte irgendwie freundlich sein, er sagt ihm, my name is Abulafia, and what is your name? Und er, Shah! Shah. Okay, excuse me. Er sitzt weiter. Er sitzt und lernt. Und jetzt er sagt, okay, lieber, ich beginne nicht mit dem, weil wer weiß, zu was es führen kann. Top, er sitzt, die Zeit, damit sie nicht vergeht, er nimmt Chumash und wollte Schnei Mikraicha Targum lesen, von der Torah wollte er lesen. Und es war genau Parashat Chukat. Wir haben ein Gebot, jede Woche die ganze Parashat zweimal den Text und einmal die Übersetzung zu lesen, Übersetzung von Unkelus. Und er sieht, beginnt zu lesen, Zot Chukat Torah und liest, und plötzlich der Gorilla neben ihm, zeigt ihm, what is this? This is a Torah. Unser Buch, das heilige Buch, Torah. Sagt er, nein, nein, was ist das? Und er zeigt dort auf die ersten zwei Wörter. Chukata Torah. Er hat es noch nicht verstanden. Er sagt, ja, das ist unser heiliges Buch, die Torah. Und nein, ich meine diese zwei Wörter. Ah, und er beginnt ihm zu erklären, Chukata Torah, das heißt, das ist das Gesetz der Torah. Und wo er beginnt ihm zu erzählen, er macht seinen Arm auf, hüllt seinen Arm auf und er sieht dort eine Tätowierung auf Hebräisch, Chukata Torah. Chukata Torah auf Hebräisch. Und er sagt ihm, was ist das genau da? Sagt er, nein, mein Papa hat es mir tätowieren lassen, als ich frisch geboren war. Und er sagt, das ist von den alten Chinesen eine Sgula, dass es beschützt die Kinder, wenn sie klein sind und bis 120 Jahre beschützt es. Sagt er, aber das sind die hebräischen Buchstaben, das heißt Chukata Torah, das ist nicht, sagt er, nein, nein, mein Papa hat es mir gesagt und ich verlasse meinen Vater. Sagt er, okay. Sagt aber das Chukata Torah, das ist, sagt aber weißt du was, mein Vater, er lebt noch, du kannst gerne mit meinem Vater darüber reden, von wo er das hat. Hier hast du deine Telefonnummer. War top. Er war ganz neugierig, jetzt sofort wo er angekommen ist, geht vom Flugzeug raus, sofort, er ruft ihn an und redet auf Englisch. Hello, yes, schöne Grüße von deinem Sohn. Ich bin mit ihm gemeinsam geflogen und ich habe gesehen, er hat eine Tätowierung gehabt von diesen zwei Wörtern, Chukata Torah. Was genau ist dieses Chukata Torah? Ah, das ist ein Schutz von den Altchinesen und ein Schutz beschützt die Kinder, beschützt die Erwachsenen und sagt dann, aber ich weiß, dass es Buchstaben sind von einem anderen Land, von,
von den Hebräern, es sind hebräische Buchstaben. Er sagte, nein, nein, das ist von den Chinesen, es sind Zeichen, die zum Schutz dienen. Kurz gesagt, redet hin, da, dort, da. Am Ende, er sagt ihm, ich bin selber Rabbiner und plötzlich am anderen Ende am Telefon, er seufzt und sagt, beginnt schon auf Hebräisch zu sprechen. Sagt, ja, Sotchukata Torah. Er sagt, ich bin gewesen ein Schüler in der Yeshivat Ponevitsch, der großen Yeshiva in Nebrak. Und ich war der engste Schüler von Rav Shach, Alav Shalom. Rabbi Elazar Manshach, ich war sein engster Schüler und ich habe ihn gelernt. Nachher ist die Zeit gekommen, ich habe geheiratet und Gott sei Dank Kinder bekommen und dann musste ich auch ein bisschen Geld verdienen für den Lebensunterhalt und ich habe einen Job gesucht. Ich habe gefunden einen Job in einem Büro, dass ich dort am Computer irgendwelche Sachen mache, dort wo niemand, in der Nacht, wo niemand dort ist. Ich arbeite ein paar Stunden und nachher kann ich Torah lernen, nachher kann ich weiter mit meiner Familie sein. Und nach einiger Zeit, plötzlich hat man dort in diesem Büro, hat man eine neue Putzfrau gebracht, die auch während dieser Zeit gearbeitet hat. Und da war während dieser Zeit in der Nacht, da waren nur wir zwei gemeinsam alleine in diesen Räumlichkeiten. Ich bin gegangen zu meinem Rabbiner, hat gefragt, Rebbe, ist so und so ein Problem. Es ist jetzt gekommen eine neue Putzfrau und wir sind dort alleine, was kann man da machen? Sagt der Rabbi, auf gar keinen Fall. Wir haben ein Verbot, Ichud, man darf nicht alleine ein fremder Mann mit einer fremden Frau in einem eingesperrten Raum dürfen nicht alleine sein. Und deswegen ist es aber, Rebbe, ich brauche meinen Lebensunterhalt. Ich lebe davon. Und ich habe ihn vergessen, noch etwas zu erzählen. Diese Frau, sie ist gekommen aus Kongo. Und wenn Sie sie anschauen, Sie werden sich erschrecken. Sie ist fett, groß und zum Ekeln. Und sie ist hässlich und deswegen, da gibt es keine, wir werden nie dazu kommen, das zu machen. Rav Shach sagt, Zot Chukata Torah, das ist ein Gesetz der Torah, sei nicht obergescheit. Sei nicht gescheiter als gescheit. Wenn die Torah etwas verbietet, ist es verboten. Doch, ich habe gesagt, wenn der Rav sagt, ich tue, was er sagt und bin weggegangen. Die Zeit vergeht und es ist schwieriger geworden und ich habe, ohne den Rav zu fragen, ohne auf den Rabbiner zu hören, ich bin wieder zurückgekehrt in diese Arbeit, habe dort gearbeitet und am Ende, es ist so dazu gekommen, dass er mit dieser einen Putzfrau zusammen war, er hat sich wegen ihr von seiner Frau und sechs kleine Kinder scheiden lassen. Sein ganzes Leben war ruiniert und zerstört. Ist mit ihr nach Kongo geflogen und dort hat er gelebt. Und die ganze Zeit hat er Schuldgefühle gehabt. Ich habe mein Leben versaut. Ich habe mit meinen eigenen Händen alles zerstört. Wieso habe ich nicht auf meinen Rabbiner gehört? Und gleich, wo das erste Kind rausgekommen ist, das erste und das einzige Kind war das, ich habe ihn auf seiner Hand tätowieren lassen, Chukata Torah, damit ich es nie vergesse. Ich habe das Wort der Torah habe ich gebrochen. Und dann seinen Namen habe ich genannt, Shach, auf den Namen von Rav Shach. Deswegen, als er ihn gefragt hat, what's your name, sagte er, Shach. Er wollte, konnte nicht sagen, sagte Shach. Er dachte was anderes, er dachte was anderes. Und er sagt so, ich habe mein ganzes Leben ruiniert und das ist das, wie im Endeffekt, er sagt, ich hoffe, dass Gott mir noch die Kraft gibt, irgendwann mal noch Tshuva zu machen. Das heißt, Zot Chukata Torah, wenn die Torah uns etwas verbietet und sagt, dass etwas verboten ist, nein, bei mir wird es niemals passieren. Sei niemals sicher mit dir selbst. Es gab eine ähnliche Geschichte gab es mit Rabbi Yaakov Melissa, Baalei Tevot Mishpat. Er hat eine Tochter. Und als er gestorben ist, die Tochter musste heiraten und sie musste nachher irgendwo was einkaufen gehen, weit außerhalb der Stadt. Und sie hat genommen einen Kutscher, einen Goy. Und mit diesem einen Kutscher, sie musste außerhalb der Stadt fahren.
Und wieder auch da außerhalb der Stadt, man darf nicht in einem Auto alleine mit einer fremden Frau oder einem fremden Mann nicht sein und auch nicht in einer Kutsche. Und die sind gefahren, er, dieser Kutsche, statt sie dort zum Markt zu nehmen, hatte sie genommen zu sich nach Hause. Er wusste, sie hat viel Geld für die Einkäufe von der Hochzeit und hat sie gebunden, das ganze Geld genommen, wollte schon sie töten, bis nachher gekommen, kurz davor ist gekommen nachher ein Offizier in die offene Tür der war, hat gesehen, erschrocken und weggelaufen. In der Nacht kommt dieser Rabbiner zum Traum zu seiner Tochter und sagt ihr, im Himmel war entschieden, dass du sterben solltest. Wieso? Weil du hast dieses eine Gebot von Yichud hast du nicht eingehalten. Und deswegen, ich habe im Himmel viel gebetet, um dank all meinen guten Taten, ich habe gebetet, dass Gott soll Erbarmen haben und nicht davon reden. Gott sei Dank hat mich gerettet, aber pass auf, mach das ja nie mehr wieder.